Ja. Hallo, guten Tag, Dario Stierf ist mein Name. Ich möchte gerne mit Herrn Schwindtietchen sprechen. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben wieder einen Trading-Betrüger am Telefon, der den Herrn Schwindtietchen sprechen möchte. Tja, ihr könnt euch vorstellen, was das hier wieder für ein Gespräch wird. Natürlich kein seriöses. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ihr Schwindtiete. Ja. Sie haben sich bei uns angemeldet und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Es handelt sich um Investitionen. Haben Sie schon Ihr Handelskonto erstellt bei uns? Weiß ich nicht, wie heißt denn die Seite? Sie haben bei eCrona registriert und Sie interessieren sich für Investitionen auf dem Finanzmarkt, Kryptowährungen, Aktien und so weiter. Und Sie haben versucht, bei uns ein Handelskonto zu erstellen. Ich rufe Sie an, um nachzufragen, ob es alles gut geklappt hat. Ja, hat prima geklappt, ja. Geklappt. Ja, haben Sie vielleicht schon die Positionen geöffnet und geschlossen? Ja, natürlich. Natürlich, aber ich sehe, dass Sie bei uns dieses Konto nicht haben. Also, wo haben Sie das gemacht? Ja, und warum fragen Sie danach, ob ich das gemacht habe, wenn Sie das sehen? Wie bitte? Und warum fragen Sie danach, ob ich das gemacht habe, wenn Sie das ja doch sehen? Dann können Sie sich ja die Nachfrage sparen, denn da gibt es ja keinen Sinn. Vielleicht haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten und ich kann Ihnen helfen, das zu machen. Nö, ich fand die Seite unseriös und deswegen habe ich es gelassen. Was meinen Sie unseriös? Naja, das sind keine Lizenzen, die nachprüfbar sind. Die Webseite, die ist ja gar nicht alt, die ist ja erst ganz neu. Und über welche Webseite sprechen Sie? Naja, die Sie gesagt haben. Und über welche Seite habe ich gesagt? Ja, habe ich mir nicht gemerkt. Nicht gemerkt, aber Sie wissen doch, dass unsere Webseite keine Lizenz hat. Ja. Sonst hätte ich ja Geld eingezahlt, weil ich habe so lange gesucht, bis ich eine Webseite hatte. Können Sie mal aufhören, mir ins Wort zu fallen, weil das ist unhöflich. Ich habe so lange gesucht, bis ich eine Webseite hatte, die eine Lizenz hatte und auch seriös war. Und alle anderen, da habe ich halt nicht eingezahlt. Also können Sie dementsprechend ja nur, können Sie mal aufhören, mir immer ins Wort zu fallen, ich bin noch nicht fertig mit dem Erzählen. Und dann habe ich halt so lange gesucht, bis ich eine seriöse Plattform hatte. Und wenn Sie da nicht mit dabei waren und ich bei Ihnen nichts eingezahlt habe, dann sind Sie halt eine von den Unseriösen gewesen. So sieht's wohl aus. Tja, da haben wir wieder ein tolles Unternehmen dran, was ja, die besten Mitarbeiter natürlich an der Leitung hat und natürlich auch die zuvorkommendsten und die freundlichsten. Der stellt mir Fragen, ich gebe die Antworten auf die Fragen, die er mir gestellt hat, und er kann nicht mal abwarten, bis ich zu Ende gesprochen habe. Wie soll die Kommunikation eigentlich funktionieren zwischen Sender und Empfänger, wenn die eine Seite davon gar nicht empfangsbereit ist und die ganze Zeit selber sendet? Tja. Ich glaube, der Typ braucht echt mal eine Sendepause, denn das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Der stellt mir Fragen, wartet die Antworten aber nicht mal ansatzweise ab. Wozu stellt er dann überhaupt die Fragen? Tja, das kann wohl nur wieder daran liegen, dass wir hier in keinem seriösen Callcenter gelandet sind, sondern bei irgendeinem Betrügerschuppen aus dem Ausland. Das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Haben Sie gut unsere Webseite durchgelesen? Haben Sie die Lizenz gefunden? Ja, sicher, habe ich die gut durchgelesen, sonst würde ich das ja so nicht sagen. Na und... Wie können Sie dann behaupten, dass wir keine Lizenz haben, wenn Sie also die auf der Webseite nicht gebucht haben? Ja, sonst hätte ich ja bei euch was eingezahlt. Sie sollten also Impressum lesen auf unserer Webseite und dort finden Sie die ganze Information, auch die Lizenz. Ja, ich ja. Weiß nicht, über welche Webseite sprechen Sie. Dann meinen Sie bestimmt irgendeine Fake-Lizenz, die nicht existiert. Sagen Sie bitte die Webseite. Wie heißt die Webseite? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt gerade ausgiebig erklärt. Aber wenn Sie immer dazwischen quatschen und nicht zuhören, dann ist es natürlich... Sehen Sie, jetzt quatschen Sie schon wieder dazwischen und lassen mich nicht ausreden. Das kann ja nur Betrug sein. Weil seriöse Unternehmen, die quatschen dem Kunden nicht ins Wort, sondern lassen den Kunden vielleicht auch erstmal ausreden, bevor sie dem Kunden immer dazwischen garken. Herr Schwindtietchen, und warum haben Sie denn diese Anmeldung gemacht? Schon alleine diese dämliche Frage, dafür müsste man denen schon eine klatschen. Warum haben Sie denn die Anmeldung gemacht? Tja, vielleicht liegt es daran, dass ich gar nicht vorher weiß, wo ich die Anmeldung mache, weil ich auf einer Werbewebseite bin, die mich einfach irgendwo hinschmeißt. Und ich dann, naja, dann einen Anruf bekomme, ohne zu wissen, wer da anruft. Also, ne, ihr müsst euch vorstellen, ich melde mich an auf irgendeiner völlig fremden Webseite, gebe da meine Daten ein, meistens wollen sie einen Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und das war's dann auch schon. Mehr Daten wollen die gar nicht wissen. So, dann drückt man da auf Abschicken und dann kommt irgendeine Webseite und auch nicht wirklich die Webseite, sondern einfach nur die Bezahlseite der Webseite. Also wie hätte ich mich vor dem Gespräch über diese Firma informieren sollen? Technisch so gut wie überhaupt nicht machbar. Dass ich dann nur bei Betrügern rauskomme, ist ja mittlerweile nun klar. Aber
Tja, ich weiß es nicht. Also deren Argumente sind so dämlich, dass sie einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben, warum ich mich angemeldet habe. Wenn ich, also hä, ich kann doch nichts dafür, wenn ich mich irgendwo anmelde, weil ich hab mich einfach nur in eine Werbeseite eingetragen, wo dann steht, ich krieg mehr Informationen. Aber anstatt mehr zu Informationen zu bekommen, werde ich einfach auf irgendeine von diesen komischen Betrügerseiten weitergeleitet und soll da gleich einzahlen. Mehr gibt's da dran nicht zu erklären. Also weiß ich nicht, was die da jedes Mal hören wollen. Denn letztendlich müsste denen das doch selbst klar sein, wie man da auf der Webseite rauskommt. Dass man über diese Webseite, wo man sich da angeblich selbst angemeldet hat, was ja eigentlich nur so halbwegs stimmt, wenn man da gar keine Informationen bekommen hat. Tja, und alleine, dass wenn man sich nach einer Werbung einträgt, als allererstes die Zahlungsseite aufploppt. Das riecht ja einfach schon nur nach Betrug. Aber irgendwie begreifen die das jedes Mal selber nicht. Ja, habe ich Ihnen doch auch bereits schon erklärt, aber wie gesagt, wenn Sie mal dazu richtig zuhören würden und dem Kunden nicht immer dazwischen quatschen, dann würden Sie auch den ganzen Satz mitbekommen und nicht immer nur die Hälfte. Aber vielleicht wollten Sie Informationen finden auf der Webseite, Impressum lesen und so weiter. Also wir haben die Informationen auf der Webseite. Deswegen, vielleicht sprechen Sie über andere Webseiten. Nee, ich werde doch schon von euch sprechen. Da werde ich schon von euch. Weil ich meine, letztendlich beweisen Sie mir ja, dass Sie gerade am Telefon, dass Sie nur unseriös sein können, weil Sie, wie gesagt, Sie quatschen ja ständig dazwischen. Ich soll dann für Sie jetzt verstehen, also über welche Webseite sprechen Sie. Sie haben Lizenz, alle Dokumente, Impressum und die ganze Information können Sie auf unserer Webseite finden. Ja, dann sagen Sie mir doch wo. Wenn es keine Information gibt, dann heißt es, dass Sie über die andere Webseite sprechen, nicht über unsere. Ja, dann sagen Sie mir mal die Webseite, dann gebe ich die mal ein und dann gucken wir da gemeinsam. Ja, aber Sie haben sich angemeldet. Sie sollten wissen, auf welche Webseite Sie das gemacht haben. Ja, wie gesagt, ich habe ja mehrere Webseiten ausprobiert. Und nochmal zur Wiederholung, okay. Weil Sie ja ständig dazwischen quatschen. Jetzt schon wieder. Sie kriegen doch gar nicht mit, was ich erzähle, wenn Sie immer dazwischen labern. Gut, also wie ich verstanden habe, haben Sie auf mehreren Webseiten sich angemeldet. Ja. So, und jetzt will ich die Domain haben. Sagen Sie mir die jetzt mal. Wie bitte? Ja, dann sagen Sie mir doch Ihre Domain. Okay. Haben Sie die Webseiten ausprobiert oder die Plattformen, meinen Sie? Sagen Sie mal, können Sie eigentlich Deutsch? Ich hab Ihnen jetzt mehrfach die gleiche Frage gestellt. Kriege ich da jetzt endlich mal eine Antwort drauf? Ja, bitte, aber ich soll dann... Ja, dann antworten Sie doch. Aha, das können Sie wieder nicht, oder was? Ja, scheinbar vollkommen zu blöd dafür. Okay, ich wünsche Ihnen, haben Sie Erfahrung? Ich habe jetzt nach der Domain gefragt. Sagen Sie mir jetzt die Domain. Also ich weiß wirklich nicht, was bei dem Typen irgendwie falsch im Kopf läuft. Ich frage die ganze Zeit nach der Internetpräsenz der komischen Webseite, die ja die ganze Zeit selber wissen will von mir. Keine Ahnung. Also ist der so doof? Also verstehe ich nicht. Warum arbeitet er da? Wenn der nicht mal die allereinfachste Frage beantworten kann, von welcher Firma er sich meldet. Tja, also irgendwas kann da mit diesem Unternehmen definitiv nicht stimmen. Aber davon kriegen wir den wohl dem Anschein nach selbst nicht überzeugt. Tja, aber mehr als dumme Antworten und komische Ausflüchte kann er ja nicht geben. Antworten auf das, was man fragt, also es ist ja nur wirklich einfach, wie die Webseite heißt. Und das schafft er nicht. Der packt es einfach nicht, seinen eigenen Namen von der eigenen Webseite zu sagen, obwohl ich das jetzt hier schon mehrfach erfragt habe. Tja, kann ja nur ein tolles Gespräch werden. Und was ich euch schon verraten kann, das ist hier kein mehrteiliges Gespräch heute mit verschiedenen Callcentern, der bleibt an der Leitung. Ja, .com kann keine Domain sein. Das ist eine Domain, .com. Nee, das ist keine Domain, das ist eine Domain-Endung. Sie sollen mir die ganze Webseite-Domain geben. Ja, Swiss Strategy. So, Swiss und weiter? SwissStrategy.com. Ja, das versteht kein Mensch, buchstabieren Sie das mal. Okay, S wie Siegfried. W wie Wilhelm. I wie Ida. Ja. S wie Siegfried. Ja. Nochmal S wie Siegfried? Ja. Minus? Ja. S wie Siegfried? Ja. T wie Thomas? Ja. R wie Rudolf? Ja. A wie Anton? Ja. T wie Thomas? Ja. E wie Emil? Ja. G wie Gustav? Ja. Y? Haben Sie? Ja. .com. So, dann gucken wir mal. So, wo steht denn da die Lizenz? Ja, schauen Sie bitte auf unserer Webseite in Impressum. Ja, und wo steht da Impressum? Weil in Impressum sehe ich jetzt ja auch schon nicht. Ja, schauen Sie bitte bis nach unten auf der Hauptseite, finden Sie die ganzen Informationen.
Ja, aber da steht ja nicht Impressum. Wo steht denn da Impressum? Haben Sie gelesen, ja. Und ja, da ist kein Wort Impressum. Ganz unten auf der Webseite gibt es kein Wort, das Impressum heißt. Nicht ein einziges. Es gibt kein Impressum. Okay, ich schicke also Ihnen den Link. Nee, ich will keinen Link geschickt bekommen. Sie sollen mir jetzt sagen, wo das Impressum zu finden ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass auf der Webseite... Ja, ihr seid Betrüger. Auf der Webseite gibt es gar kein Impressum. Ihr habt keine Adresse auf der Webseite, ihr habt keine Lizenz auf der Webseite. Betrug bleibt Betrug. Sie wollen nur das Wort finden, Impressum, oder also die Dokumente und so weiter. Also das kann ich Ihnen per E-Mail zuschicken. Nee, das schickt man nicht per E-Mail zu. Das hat sich auf der Webseite zu befinden. Ja, natürlich. Also ich schicke Ihnen genau den Link. Ja, wo ist es denn? Dann sagen Sie mir doch, wo. Machen Sie es doch nicht so kompliziert. Ich bin ganz unten auf der Webseite. Da gibt es kein Impressum. Kleinen Moment, bitte. Ich schicke also das alles per E-Mail auf. Ja, da gucke ich nicht rein. Ich bin jetzt aber Ihnen auf der Webseite. Und ich mache jetzt nicht meine E-Mail auf. Warum können Sie das nicht nachgucken? Also ja, weil Sie mir sagen sollen, wo das ist. Sie haben kein Impressum auf der Webseite. Und Sie haben auch keine Lizenz auf der Webseite. Ich bin auf Ihrer Webseite. Und all diese Informationen fehlen. Okay, gut. Okay, Sie finden diese Information auf der Webseite, die Lizenz und Impressum und so weiter. Wo denn? Haben Sie, um auf unserer Plattform zu handeln. Ja, ihr seid Betrüger und nichts anderes. Wir sind nicht die Betrüger. Wir doch, ihr seid definitiv Betrüger. Ja, das ist ja absoluter Quatsch, solange ist die Domain nicht mal online. Gut, dann mit welchen Zielen haben Sie sich für uns angemeldet? Wenn wir Betrüger ja, das habe ich doch schon erklärt. Wenn du mal einmal zuhören würdest, dann wüsstest du es. Vor allem, dass das hier wieder Betrug ist, haben wir ja eigentlich auch schon den Beweis. Denn wenn man versucht, die Domain, ich meine, ihr habt es ja vielleicht buchstabieren gehört, wenn man die Domain selbst eingibt, also jetzt noch, und sich zum jetzigen Zeitpunkt auf diese Webseite begibt, die existiert einfach gar nicht mehr. Das Telefongespräch, wenn ihr das hört, ist das vielleicht so 2-3 Monate her. Also bevor das gelaufen ist, ne? Wenn ihr das Video hört, ist es 2-3 Monate später. Dann die Webseite ist schon offline. Die gibt es nicht mehr, die Firma. Die sind komplett weg. Das heißt, hätte ich dem jetzt vertraut, tja, dann hätte ich jetzt bereits schon dagestanden und mitbekommen, dass das definitiv Betrug gewesen wäre. Denn, naja, wie kann das sein, wenn ich da Geld einzahle, man mir über Jahre lang irgendwelche fetten Profite verspricht, wie kann es sein, dass die Firma dann aber schon nach so kurzer Zeit überhaupt gar nicht mehr verfügbar ist und absolut offline? Also nicht mehr erreichbar. Gar nicht mehr. Weg von der Bildfläche. Tja, das hat wohl damit zu tun, dass es wohl definitiv Betrüger gewesen sind. Das habe ich ausgiebig bereits erklärt. Okay, also Sie wissen, dass wir die Betrüger sind. Ich kann dir sogar unter Garantie sagen, dass ihr Betrüger seid, weil erstens findet man das auf Google und zweitens gibt es eure Domain erst seit dem 9.01.2022. Da wurde diese Domain erst gekauft und registriert. Über welchen Domain sprechen Sie? Ja, über Ihre Domain, von Ihrer Webseite. Ja, aber es spielt keine Rolle, also wo diese Domain gekauft ist. Na doch. Und wann? Natürlich spielt es eine Rolle. Ja, es ist nur Domain. Also wir haben also die Webseite, ja, und Sie können also dann die Geschichte der Webseite nachschauen. Also was der Typ jetzt hier erklären möchte, das machen ja die Betrüger, oder genau das Gleiche erklären ja die allermeisten Betrüger immer wieder. Dass der Firmenname und der Webseitenname nicht identisch sein muss. Tja, also von der Theorie her kann das schon sein. Allerdings, wenn ich eine Firma habe, die Max Müller GmbH heißt, dann habe ich auch logischerweise eine Domain, die Max-Müller oder Max-Müller heißt oder Max Müller zusammengeschrieben. Da macht es ja keinen Sinn, wenn meine Firma Max Müller GmbH heißt, eine Webseite mit www.rudihoffmann.de zu machen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch absolut unlogisch. Das natürlich könnte man es technisch machen. Und natürlich wäre es dann auch kein technisches Problem irgendwie. Aber es macht ja keinen Sinn. Denn, naja, warum sollte die Firma anders heißen als die Domain dahinter? Verstehe ich nicht. Also macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, gut, Facebook hat sich jetzt umbenannt, aber früher hieß Facebook auch Facebook und die Domain auch Facebook. Und wenn man dann irgendwie noch eine zentrale Geschichte hat, dann heißt es halt jetzt zum Beispiel Meta. Das kann man aber auch nachvollziehen. Dann gibt es auch eine Webseite Meta.
Na, also ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Man kann es ja irgendwie belegen und nachprüfen und nachvollziehen, dass das alles irgendwie echt ist. Aber erstmal, warum sollte eine Firma dann auch ständig die Domain ändern? Wenn meine Firma Max Müller GmbH heißt, dann heißt die auch noch in 100 Jahren Max Müller GmbH. Und selbst wenn ich den Namen mal ändere, gut, das kann mal sein, aber ich habe doch nicht alle paar Monate eine neue Internetadresse und alle paar Monate eine komplett neue Webseite. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und das verstehen die Betrüger jedes Mal nicht. Die Betrüger denken jedes Mal selber, dass das komplett normal ist, dass der Name der Webseite ständig geändert wird. Vor allem, warum wird der ständig geändert? Das kann nur daran liegen, weil der Name dann verbrannt ist und die Behörden vielleicht langsam darauf aufmerksam geworden sind oder die Webseite vielleicht sogar schon abgeschaltet haben. Einen anderen Grund kann das überhaupt gar nicht haben, warum die ständig ihre Internetadressen ändern und neue Webseiten generieren. Das macht keinen Sinn. Das ist absolut unlogisch. Die schließen die Webseite dann, wenn sie genug Leute ausgeraubt haben, mittlerweile, sich die Schlinge bei denen um den Hals zieht und die Polizei quasi fast vor der Tür steht, löschen sie die Webseite, damit alle Beweise vernichtet sind. Dann kann man die Firma einfach nicht mehr finden. Die existieren dann nicht mehr und sind einfach nicht mehr aufsuchbar. Und damit hat sich dann das Ganze erledigt. Ihr wollt als Kunde euch da schön fröhlich einloggen, weil ihr gestern noch gesehen habt, dass ihr fette Profite gemacht habt auf euren tollen Demokonto und stellt dann fest, die Domain existiert nicht mehr. Ihr könnt die Telefonnummer nicht erreichen, die euch angerufen hat, weil es ja gespooft. Also auch nicht existent. Und wenn ihr versucht, der E-Mail auf die E-Mail-Adresse zu schreiben, tja, das geht ja auch nicht, weil die E-Mail-Adresse ist die gleiche wie die Domain von der Webseite in der Regel. Tja, und so erreicht ihr niemanden mehr. Und spätestens dann stellt man fest, dass die Kohle weg ist. Tja, aber was weg ist, bleibt weg. Also genau. Wurde das gemacht, keine seriöse Firma ändert zwischendrin also die Domain. Welche Domains hatten wir zuvor? Ja. Und genau, keine seriöse Firma ändert ihre Domain zwischendurch. Nicht eine einzige seriöse Firma. Gar keine. Aber wenn Sie solche Informationen verfügen, dann wozu machen Sie diese Anmeldung bei uns? Naja, das weiß ich doch vorher nicht. Ihr arbeitet ja mit illegaler Werbung. Und wenn man dann da sich anmeldet, weiß man doch vorher nicht, wo man rauskommt. Ob man dann bei einer seriösen... Quatsch mir nicht schon wieder dazwischen, Kakerlake. Wir arbeiten innerhalb des Europaraums. Ja, ihr arbeitet illegal. Verstehen Sie? Ja, du bist Betrüger. Du bist kriminell. Du bist ein Krimineller. Wären wir die Kriminelle, dann sollten sie ja also in Russland, in der Ukraine und in anderen post-sowjetischen Ländern arbeiten. Aber wir arbeiten innerhalb des EU-Raums und unser Hauptbüro befindet sich in der Schweiz. Und auch das ist nichts anderes als gequirlte Scheiße. Nur weil man irgendwo in Osteuropa sitzt, heißt es ja nun nicht automatisch, dass man kriminell ist. Und nur weil man im europäischen Raum arbeitet, heißt es auch nicht, dass man deswegen automatisch legal arbeitet. Tja, man kann sich das ja so hinlegen, wie man das gerne möchte, aber Unsinn bleibt es einfach trotzdem, was der hier so für Quatsch von sich erzählt. Das ist nichts anderes als Betrug. Und es bleibt auch Betrug. Nur weil er es schön redet, bleibt es trotzdem Betrug. Oh Mann, aber nochmal, eine normale Firma ändert nicht ihre Domain. Ich meine, guckt euch mal die Banken an. Volksbank.de gibt es seit 1000 Jahren gefühlt. Und warum sollte Volksbank.de auf einmal ganz anders heißen? Also es macht keinen Sinn. Warum sollte man die Domain ändern? Dann findet der Kunde ja bloß die Webseite nicht mehr. Ja, aber genau das ist ja auch der Sinn und Zweck der Geschichte. Dass die Kunden, die mittlerweile sauer sind, dass die dann nicht noch 1000 Anmeldungen machen und explodieren am Telefon. Deswegen macht man halt einfach dicht. Oder die Polizei ist schon vielleicht dann schon an der Webseite dran oder irgendwas. Oder einfach nur, weil das Projekt ist jetzt gerade zu Ende und man macht ein neues Projekt auf. Tja, alles ziemlich komisch. Das stimmt auch nicht. Das ist auch gelogen. Okay, dann steht noch also dieselbe Frage. Sie wissen, dass wir die Betrüger sind. Ja. Ja, und warum machen Sie denn diese Anmeldung? Ja, weil ich es ja vorher nicht wusste. Jetzt weiß ich's. Okay, und mit welchen Zielen haben Sie sich bei uns angemeldet? Um Gottes Willen. Sag mal, kann es sein, dass irgendwas in deinem Gehirn technisch nicht funktioniert? Bist du zu oft vom Wickeltisch gefallen? Das habe ich dir alles jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal schon erklärt. Machen wir uns so, dass wir also die richtige Plattform, also eine gute Webseite mit Impressum gefunden haben. Mit welchen Zielen machen Sie sich diese Anmeldung? Bist du irgendwie doof oder so? Fehlt da was bei dir an Intelligenz? Sie wollen Geld verdienen oder Sie möchten nur ausprobieren,
Haben Sie schon die Erfahrung oder... Du Schätzelein, jetzt pass mal auf. Ich habe mich auf einer Werbung registriert. Da weiß man vorher gar nicht, wo man rauskommt. Man kann das gar nicht wissen. Und wenn man dann auf dieser Webseite ist, dann stellt man ja fest, ob es Betrug ist oder nicht. Und ich habe festgestellt, dass es Betrug ist. Ich habe verstanden. Okay, ja, gut. Das bezweifle ich, dass du das verstanden hast. Theoretisch. Sie sehen die Werbung. Jo. Und Sie finden dann die Webseite, also mit Impressum, mit Bitstamp, also mit alles, was Sie also... Nee, die findet man nicht, die Webseite, man wird einfach weitergeleitet. Und so was. Und mit welchen Zielen machen Sie diese Anmeldung? Sie wollten verdienen oder Sie wollten ausprobieren. Ja, das spielt doch jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr, welches Interesse dazu war. Aber letztendlich seid ihr Betrüger, das ist jetzt hier das, worum es geht. Ihr seid kriminell. Das ist ja schon mit eurer scheiß Musik da im Hintergrund. Kein seriöses Callcenter hat Musik im Hintergrund an. Warum kein seriöses Callcenter Musik im Hintergrund hat? Ja, ganz einfach, damit die Mitarbeiter überhaupt noch verstehen, was der Kunde da am Telefon sagt, weil der scheint es hier wirklich nicht zu begreifen. Oh Mann, tja, dass bei denen die Musik nur im Hintergrund zur Motivation ist und dass das da alles lustig, spaßig und Party ist, das ist klar. Und natürlich auch, dass die Musik dazu dient, dass man die Betrüger im Hintergrund nicht beleidigen hört, was ja auch ständig mal passiert. Ja, aber einen sinnvollen Grund können die alle nicht nennen, warum da Musik im Hintergrund läuft. Die sagen immer wieder nur zur Motivation. Ja, was braucht man da für Motivation? Wenn ich auf Arbeit sitze, dann arbeite ich. Dann brauche ich nicht nur Musik nebenbei. Das kann man in Berufen machen, wo es keinen stört. Aber erstmal stört es den Kunden am Telefon. Noch zum nächsten, es kann ja auch Musik laufen, die dem Kunden nicht gefällt. Und dann kommt ja auch noch einfach dazu, man hört die Leute auch gar nicht mehr am Telefon. Also der Kunde versteht den Mitarbeiter nicht und umgekehrt. Weiß ich nicht, was die sich dabei jedes Mal denken. Tja, aber dass das hier definitiv irgendein Bummelladen ist, das ist uns, glaube ich, mittlerweile alle klar. Warum? Ja, weil es unseriös ist. Warum die Musik spielt. Ja, das ist unseriös, sowas. Sowas macht eine professionelle das Firma einfach nicht. Also wir sind im Callcenter. Ja, richtig. Genau, und dann macht es keinen Sinn, in einem Callcenter die Musik auf volle Pulle laufen zu lassen, damit man noch weniger versteht. Ich meine, du bist ja so schon viel zu unintelligent zu verstehen, was ich sage. Und dann noch mit der Musik im Hintergrund. Das ist absoluter billiger Betrug auf allerschlechtestem Maße, was ihr da macht. So, die Musik kann ausgeschaltet werden. Also wenn sie ja, das spielt ja keine Rolle. Man macht die vorher gar nicht erst an. Okay. Gut, dann trotzdem. Sie wollen also telefonieren oder Sie wollen handeln? Ja, mit Ihnen will ich nicht handeln. Das erzähle ich immer Ihnen aber auch jetzt hier seit 10 Minuten. Sie nicht handeln. Ach, schon länger. 15 Minuten erzähle ich aber Ihnen schon, trotzdem, dass ich bei Ihnen nicht handeln werde. Aber trotzdem, also jetzt Ihr Ziel ist handeln. Handeln, um das Geld zu verdienen. Ja, nicht mit Ihnen, weil Sie sind illegaler Betrüger. Aber mit mir werden Sie nicht handeln. Sie werden also auf unserer Plattform das machen. Sie können das automatisch. Ja, ich werde auch nicht auf Ihrer illegalen Plattform handeln. Sie haben unsere Plattform nicht angeschaut. Doch, ich bin noch gerade drauf. Das ist die Webseite, das ist Ihr Handelsaccount. Ja, das ist ja Quatsch. Ey, Schnuckelchen, auf der Webseite müssen diese Informationen stehen und Sie tun's nicht. Also seid Ihr illegal. Und wie verstehen Sie, dass diese Webseite oder wir, unser Unternehmen ist illegal? Verstehe ich nicht. Ja, das merke ich, dass du das nicht verstehst. Aber das habe ich dir auch schon erklärt, dass ich da ganz stark das Gefühl habe, dass du mal irgendwann einen Hagelschaden bekommen haben musst. Wahrscheinlich warst du mal bei Unwetter draußen und hast irgendwie einen Blitzschlag abbekommen oder irgendwie sowas muss es ja sein. Aber Intelligenz ist da quasi null vorhanden. Das habe ich dir aber jetzt ausgiebig erzählt. Okay, wir arbeiten innerhalb des Europaraums. Illegal können wir also... Können und dürfen wir hier nicht arbeiten. Ja, aber ihr macht das wir einfach trotzdem. Ihr seid trotzdem illegal und ihr macht das auch trotzdem. Wir machen alles legal. Ja. Wir haben tausende zufriedene Kunden. Das glaube ich auch nicht. Ihr habt tausende missbrauchte Opfer, aber keine Kunden. Und haben Sie vielleicht also die Erfahrung auf solchen Plattformen, dass Sie unzufrieden sind oder jemand hat gehandelt auf dieser Plattform oder sowas? Wieso behaupten Sie also, dass Sie tausende Leute haben, die betrogen wurden oder sowas. Ja, hast du doch selber gesagt, dass ihr schon tausende Leute beschissen habt. Nein, wir haben tausende zufriedene Kunden. Nein, das ist ja eine Lüge. Das ist eine absolute Lüge, weil ihr seid einfach unseriös. Ihr habt Musik im Hintergrund, ihr redet ja schon auf der Webseite von Anydesk und Teamviewer, was Unseriöseres gibt es eigentlich gar nicht in der Finanzbranche. Dann quatschst du mir permanent dazwischen, dann bist du viel zu doof, überhaupt irgendwas zu verarbeiten von dem, was ich erzähle. Dann erzählst du mir was von einem Impressum, was es gar nicht gibt auf der Webseite. Dann erzählst du mir was von einer Lizenz, die es auch nicht gibt auf eurer Webseite. Das ist da alles
alles Bullshit, da passt doch vorne und hinten nichts zusammen. Dann erzählst du mir, dass die Plattform seit Jahren auf dem Markt ist, dabei gibt es die Domain noch nicht mal ein paar Monate. Okay, Sie sprechen über Lizenz. Und was meinen Sie Lizenz? Welche Lizenz brauchen Sie? Oh Gott. Ja, von euch brauche ich gar keine Lizenz, weil ihr keine habt. Na okay, von uns nicht. Aber wenn Sie also, Sie werden also noch eine Seite besuchen und Sie werden also, Sie brauchen auf jeden Fall also eine Lizenz auf der Webseite. Was für eine Lizenz ist das? Was sollte das sein? Ja, irgendeiner muss euch da überprüfen und vor allem musst du mich nicht fragen, welche Lizenz du brauchst. Du musst es selbst wissen, du arbeitest ja da in dem tollen Laden. Okay, dann für mich ist die Frage noch offen. Sie suchen also die Webseiten mit der Lizenz oder Sie suchen die Webseiten, also wo Sie handeln können, also ich verstehe nicht, also wie... Ja, ich weiß, dass du das nicht verstehst, weil da deine Intelligenz nicht dazu reicht. Bei dir fehlt es einfach da an der Stelle. Du merkst scheinbar selber nicht, dass du in einem Betrügerschuppen arbeitest. Nein, ich arbeite legal. Nein, ja, du arbeitest auf gar keinen Fall legal. Doch. Nein. Ich befinde mich Nein. in der Schweiz. Und ich ja, du befindest dich auch nicht in der ja? Schweiz. Ich bin in der Schweiz. Ja, dann rufst du illegal mit einer Berliner Nummer an. Das ist auch illegal. Also, das wird immer illegaler, was du mir hier erzählst. Jedes bisschen Pups, was du mir am Telefon Aber durch den Hörer scheißt. Ist alles gelogen und alles illegal. Wenn Sie das alles gut wissen, dann sollten Sie verstehen, dass wir IP-Telefonie benutzen, also in allen Callcentern. Ja, es ist trotzdem verboten, dass man dann von einem anderen Standort aus anruft. Das ist verboten. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist verboten. Natürlich ist das verboten. Wir machen es. Das ist nicht verboten. Alter, riechst du mich auf, ey. Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich dich nicht mal als irgendwas beleidige, was wir auf YouTube so nicht veröffentlichen dürfen, weil die YouTube-Richtlinien ja leider alles verbieten. Aber, naja, ich rede mal lieber nicht weiter. Auf jeden Fall werden wir das veröffentlichen, was du da machst. Und an der Stelle hat er den auch von ganz alleine aufgelegt. Tja, ich glaube, ich habe den wieder auf frischer Tat ertappt. Aber wirklich, was gibt der da für Blödsinn von sich? Das sollte irgendwie ansatzweise Sinn machen, was der da sagt. Also der hat wirklich nur Blödsinn von sich gegeben. Die Webseite nicht alt, dann erzählt er mir einen anderen Namen, als auf der Webseite steht. Die Domain ist, das ist alles Fake da in diesem Laden. Tja, und dann gibt's die mittlerweile nicht mal mehr. Auch interessant. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, denkt gerne an den Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten mit Klingelglöckchen, dann gibt's auch eine Information. Wenn was Neues da ist, dann werdet ihr da auch informiert. Hier seht ihr jetzt noch die Playlist mit lauter schönen anderen Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr euch gerne die Zeit bis zum nächsten Video vertreiben. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.